wir sind Familie Egelmann aus Geldorf. Im Landkreis Schaumburg, in der Nähe von Obernkirchen. Und wir bewirtschaften einen Betrieb, der ziemlich breit aufgestellt ist. Ja, seit gut 20 Jahren haben wir ein Hofcafé und Ferienwohnungen. Und seit 2 Jahren haben wir auch ganz tolle Erdbeeren und auch Kürbisse. Genau. Und dann sind wir auch noch klassisch unterwegs in der Landwirtschaft. Wir haben Sauenhaltung mit Getreidebau und ja, daneben bauen wir noch Raps an und auch ein wenig Kartoffeln. Oh, Heinz und Deutz, wie heute auch. Hast du schon immer Deutz gefahren? Nein, das war unser erster Trecker, das war ein Normach. Den Deutz haben wir den hinterher erst gekriegt. Da waren die Leute beim Kartoffelaufsammeln. Ach so, für mich sah es aus wie ein Deutz. Ja, der sah auch so ähnlich aus, aber das war ein Normach. Aber auf dem anderen Bild, da hast du doch einen Deutz. Das ist ein Deutz. Das ist unser Michael, den haben wir vorne auf die Kiste gesetzt. Und hier, da sind schon die Russlandkinder, die wir hier mal gehabt haben. Die treiben unsere Kühe über die Straße. Die Kühe sind 1999 bzw. 2000 weggekommen, wie wir das Kaffee umgebaut haben. Oder wir haben den Kuhstall, denn erst haben wir auf der Diele angefangen mit Kaffee und das wurde uns zu viel. Und dann haben wir die Kühe 2000 abgeschafft und dann stand alles leer und dann haben wir so peu à peu immer weitergebaut. Bis zum heutigen Stand. Was für eine Umstellung. Wie Christian das jetzt übernommen hat. Ja. So, jetzt haben wir ja viel über die Vergangenheit gesprochen. Nun möchten wir auch gerne noch mal vorstellen, wo wir heute stehen mit unserem Betrieb. Die Sauenhaltung ist unser größtes Standbein. Wir halten 450 Sauen in Kooperation mit meinem GbR-Partner Arimpol. Unser besonderes Merkmal ist die Regionalität. Kaum ein Ferkel verlässt bei der Vermarktung die Kreisgrenze. Und so ist am Ende alles made in Schaumburg. Eines unserer neuesten Projekte ist die eigene Futtermittelherstellung. Wir haben eine Halle gebaut, um unsere Ernte zu lagern. Dadurch wollen wir unsere Prozesse weiter verbessern und die Regionalität weiter ausbauen. Und unser Hofcafé bewirtschaften wir jetzt seit über 22 Jahren. Und unsere Leidenschaft für Kuchen ist nach wie vor da und wir essen auch immer noch gerne Kuchen. Und unsere Gäste kommen einfach gerne zu uns. Ja, und seit einigen Jahren gehen wir ja auch andere Wege. Ne? Genau. Seit 2 Jahren haben wir Erdbeeren zur Selbstpflücke. Ja, das ist ein Riesenspaß, hätten wir nie gedacht. Wir sind damit in die Direktvermarktung eingestiegen letztendlich. Auch für mich als typischer Landwirt dieser Kundenkontakt. Völliges Neuland, aber es ist einfach toll und wir freuen uns riesig auf die anstehende Saison. Ja, und im Herbst haben wir angefangen, Kürbisse direkt zu vermarkten. Genau, das geht auch wieder los. Und dann haben wir ja noch unsere Selbsternteaktion, das Erntefieber. Oh ja, unser Erntefieber, das ist so toll. Familien kommen mit ihren Kindern und haben die Möglichkeit, selbst zu sehen, wie die Kartoffeln aus der Erde kommen. Sie dürfen sie aufsammeln, sie dürfen Möhren ernten. Pastinaken. Ja, und in diesem Jahr rote Beete. Und es sind die Gäste kommen von nah und fern und sind begeistert, wenn sie denn mit ihrer Ernte wieder nach Hause gehen dürfen. So, und zu guter Letzt wollen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, dem Landvolk Weserbergland zum 75-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Wir drücken auch ganz fest die Daumen für die nächsten 75 Jahre und wünschen euch allen eine tolle Zukunft. Ja, wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und sagen an dieser Stelle tschüss! Tschüss. Sehr gut.